Mike und Nerdin Alex. Doch nicht jeder freut sich für die beiden. Immerhin sind sie eigentlich Konkurrenten. Chrono, wo warst du gestern? Beauty Brenda bildet mit Nerd Mike ein Team, sowie Chris mit Alex. Und nur als ein solches Team kann man die Show und so die 50.000 Euro gewinnen. Ja, solange die beiden nicht das Ziel vor Augen verlieren, ist alles gut. Ja, ne? Finde ich auch. Wenn ich das merke, gibt's eine Ansage, aber was für einen. Ich habe halt keinen Bock auf einen gebrochenen Kono, weißt du, auf einen gebrochenen Liebeskummer-Kono, wo ich ihn dann trösten muss. Von Liebeskummer sind die beiden noch weit entfernt. Wir sind ja auch einfach total auf einer Wellenlänge. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mehr wird werden kann, was auch immer. Ich würde auch mal sagen, so, du redest mal mit Brennan. Mach dir mal klare Ansage, weil sonst sieht wirklich schlecht aus. Ja, das ist, die lässt sich halt nicht mit sich reden. Alter, was, die soll mal chillen, ey, ganz ehrlich. Es kommt dann doch anders. Brenda macht den ersten Schritt. Setz dich am besten hier hin, dann hab ich dich vor Augen. Ich habe mich davon dir einfach weggestoßen gefühlt. Im Sinne von, ich habe gerade keinen Bock auf dich, geh du mal, mach mal dein Ding. So, juckt mich nicht, was gerade mit dir passiert. Hab halt so das Gefühl, dass ich deine zweite Wahl bin, dass du die Alex so vor mich stellst und lieber mit ihr Zeit verbringst und lieber mit ihr quatsch, anstatt mit mir so. Und das macht mich auch voll traurig, weißt du, was ich meine? Aber vielleicht lässt sich der Streit in der Villa ja einfach wegzaubern. Cave Initium. Hallo? Beauty and the Nerd, heute Abend um 20.15 Uhr auf Pro7. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.